einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Runde von Mafia 2. Und zwar sind wir beim letzten Mal hier stehen geblieben, dass wir unseren möglichen neuen Mini-Teilweisen-Chef hier abgegeben haben beim Doktor, ne? Und flüssiger als die Spiele gestern und vorgestern, bis wir das Spiel abgegeben haben. Und wir haben auch, wenn ich mich richtig erinnere, genügend Kohle jetzt, um unsere Familie und unsere Mama auszulösen. Denn unser Papa hatte ja Schulden, der ist aber leider nicht mehr. Und die Schulden wollen wir begleichen. Natürlich mit absolut legal beschafften Geld. Ne? Und das in richtig kurzer Zeit. Und das wollen wir jetzt machen. Ich glaube, wir müssen auch nach Hause fahren. Ich hoffe, ich komme in die Steuerung rein hier. Wie war denn das Radio? Nimmst du die Waffe weg? Ich muss kurz gucken, was habe ich gerade getan? Warte mal. Habe ich irgendwo die Waffe nachgelassen? Ich glaube, ich habe irgendwo Holstern. Ich glaube, ich habe... Ach, ich habe hier 1, 2, 3, 4 und habe eine Waffe in der Hand. Das war nicht gut. Ich wollte doch Radio. Ach, Komma und Punkt. Warte mal, ich mache mal kurz mal so. Ja, und wir springen gleich nochmal ganz vorsichtig rein, okay? Story fortsetzen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hab einfach 1, 2, 3, 4, wie bei Mafia 1, das waren 3 und 4 waren, glaube ich, die Radiosender. Und hier, gucke da, so. Und hab das... Nein, das macht man natürlich nicht, ne? Und jetzt geht's aber los. Ach so, das Auto wird auch noch gesucht von... Das können wir nicht machen. Das Auto wird auch noch gesucht. Da brauchen wir ein anderes. Wie weit ist denn das bis zu Mama nach Hause? Oh, puh. Zu Fuß doch ein bisschen zu viel. Kann man nicht jemand hier rausschmeißen? Nee, da hinten stehen Autos rum. Also hat es doch nicht an der Waffe gelegen, sondern einfach bei das Auto und immer noch auf der Fahrt. Ach nee, die stehen gar nicht hier rum. Wieso stehen die hier nicht so rum? Da steht ein Auto. So. Ich hoffe, ich krieg das nochmal hin hier. Oh, das war ja einfach. Mal sehen, ob der Schnee noch runterfällt. Auf alle Fälle qualmt er. Tatsache. Boah, die Details. Und das spiegelglatte Straßen. Hier wird nicht mal gesalzen oder gestreut oder weiß der Geier was. Ach, damals, in der guten alten wilden Zeit. Entschuldigung. Vorsicht, nicht so schnell, langsam. Die stehen wieder. Oh, klappt alles. Oh, hier gibt's Schneeräume. Entschuldigung. Und da war ein Kopf. Eieieiei. So, haben wir geschafft. Na. Hier muss ich gleich aussteigen.
Ja, die sind entspannt. die sind ganz entspannt. Deswegen reagieren die echt auch gelassen. Die wissen ja, dass ich sie nicht... dass ich sie nicht umkacheln kann. Hallo? Ah, hier ist ein Durchgang, oder? Lass den Durchgang sein. Ja, hier ist einer. Na, Mama. So, mal gucken, ob Mama da ist. Bellinger. Skeletta. Wir müssen klingeln, wenn wir nach Hause fahren. Okay. Vito, hey, wie geht's dir? Nein, nein, ich bringe euch nur das Geld, um Papas Schulden zu zahlen. Oh, Vito, das ist toll. Ich wollte sehen, ob ich es nicht in Raten abstottern kann. Ein bisschen was habe ich schon zusammen. Er würde uns doch nichts tun. Da wäre ich nicht sicher. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wo hast du das viele Geld her, Vito? Du hast doch nichts getan, was dir leid tun müsste. Nein. Keine Sorge, alles bestens. Danke, Vito. Danke. Schon okay. Ich hau wieder ab. Ich will nicht, dass Mama mich sieht. Sie wird auch fragen, woher das Geld ist. Keine Angst, ich lass mir was einfallen. Okay. Gib ihr einen Kuss von mir. Mach ich. Pass auf dich auf, Vito. Ja. Okay. Aber schon mal wieder keine Kohle mehr. Achso, nach Hause ist ja... Ja. Jetzt, ich verstehe wieder. Hause war ja woanders. Warte mal, ich muss mal... Geht das hier besser? Das Problem ist, irgendwie mit dem neuen Monitor, der macht mehr Herz. Aber ich habe das Gefühl, das ruckelt stellenweise dann, weil das Grabbing nicht hinterherkommt. Wo muss ich denn eigentlich hin nach Hause? Ach, das ist ja hier gleich um die Ecke. Das kann ich ja zu Fuß gehen. Theoretisch. In die andere Richtung. Also, wer steht denn hier einfach seine Karre mitten auf der Straße? Ey, ist ja ein Unding, ist das. Ey, diese Autofahrer. Polizei! Polizei, hier! Gucken Sie mal. Echt, also, ne? Hier, guck mal. Da stellt einer sein Auto einfach ab. Guck doch mal. Guck. Und sie kommt da nicht vorbei. Ja doch. Ja, pass. Der hat nicht geguckt. Oh. Kommen hier noch mehr Autos lang? Wie clever ist das Spiel hier? Nicht, dass wir hier einen kompletten stadtweiten Stau verursachen. Das wär's. Also derjenige, der das Auto abgestellt hat. Nicht wir, ne? Also wir waren's ja. Ja doch. Mann. So. Das hast du jetzt davon. So, wenn wir jetzt hier noch ein Auto quer kriegen, dann kriegen wir das auf... Ja. Da. Kann ich so gegenhauen? Ah, ne, funktioniert nicht. Oh, guck dir das an. Guck dir das an. Nampfer. Ey. Oh, bei der Polizei gehe ich lieber. Eieiei. Genau, weißt du? Irgendein Idiot hat kompletten Verkehrschaos verursacht. Das ist hier nicht so optimal. So, komm, wir müssen nach Hause. Ba, ba, ba. Können wir irgendwie von hier außen rein? Wahrscheinlich nicht. Nein, 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 nein. So. Pass auf, jetzt braucht man die 2000 Tacken, die wir jetzt verschenkt haben. Ah. Nee. Wo war denn das? Hier hinten links, ne, war das, genau. So, muss ich mich wieder hinlegen und schlafen?
Da liegt der BH immer noch. Das ist ja schlimm. Ich geh mal pennen. Kapitel 6. Gut genutzte Zeit. Es ist schlimm, ne? Weißt du, die haben so viel Kohle, aber nicht mal einen Putzmann beschäftigen da. Ach so. Oh, wir werden verfolgt. Völlig unauffällig. Ich glaube, die wollen was von uns. Vito Scaletta? Ja? Was wollen Sie? Ich verhafte Sie wegen illegalen Verkaufs von staatlichen Rationsmarken. Was? Mitkommen. Ich habe gar nichts getan. Von der Tankstelle hatte mich verpfiffen. Sie haben Mama so lange zugesetzt, bis sie verraten hat, wo ich bin. Aber sie wussten nicht, für wen ich arbeite, und ich hielt die Klappe. Henry besorgte mir über Don Clementi einen Anwalt. Ich saß schwer in der Scheiße. Obwohl, wenn die Bullen wirklich über mich Bescheid gewusst hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Als besonders schwerwiegend, angesichts der Tatsache, dass sie den Staat um Ressourcen betrogen haben, zu einer Zeit, in der unser Land sie am dringendsten benötigt. Mr. Scaletta, Sie als hochdekorierter Kriegsveteran. Der Mann war gut, aber nicht mal er konnte mich rauspauken. Der Fall war von Anfang an klar. 3 Monate später wurde das Urteil gefällt. Vittorio Antonio Scaletta. Für Ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes verurteilt Sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Was? 10 Jahre? Für ein paar Marken? Für ein paar lausige Marken? Der Bundesknast. Diebe, Mörder, Kinderschänder, hier war alles vertreten. Der Abschaum der Menschheit. Los, in einer Reihe aufstellen! Bleib genau hinter mir! Und bloß keine Dummheiten! Oh, das ist jetzt eine Szene aus Batman, ne? Oh, aber sowas wie aus Batman. Arkham City. Nee, Arkham Asylum ist das. Na, Schnuckis? Guck mal, die sind hier getrennt nach... Hier sind Afroamerikaner, hier sind Asiaten. Interessant. Willst du Ärger machen, du Hurensohn? Tut mir leid. Ich kann was ist? Du nichts sprechen unsere Sprache? Ich bring sie dir bei. Ei. Was ist los? Gefällt dir das, du perverses Schwein? Los, bin ich auf und schieb deinen Arsch wieder in die Reihe. Jetzt bald. Hey, Blödmann. Ich sag's nicht zweimal. Ich hab doch nichts gemacht. Ab in die Reihe. Au. Ich hab doch nichts gemacht. Ei, au. Oh. Vorwärts! Ich hab doch überhaupt nichts gemacht. Ich bin total unschuldig. Der hat uns auf den Kieker. Guck mal, wie der guckt. Stehen bleiben! Und rechts um! Rechts um? Da ist rechts! Sperrt die Lasche auf, ihr Arschlöcher! Mein Name ist Captain Terence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet, weil ihr keine Ahnung davon habt, wie man sich draußen anständig benimmt. Damit eins klar ist, euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage, oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden.
Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir. Okay, ihr Arschlöcher. Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab. Und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Und jetzt im Gänsemarsch mir nach. Den Grind vom Leib. Gucken dir mal zu. Willkommen beim Friseur, Ladies. Ihr werdet gleich verflucht scharf aussehen. Hey, ich auch? Bei mir kann man nichts mehr abrasieren. Halt's Maul, Glatzkopf! Da ist der Typ schon wieder. Okay, Abmarsch. Der... Hey, du Saftsack, tu, was man dir sagt. Ich hab doch gar nichts gemacht, Mensch. Ich kloppe, der sieht ja genauso aus. Sind das schon wieder Klone? Guck mal. Zeig mal dein Gesicht. Okay, du siehst gut aus. Neue Grafik freigeschaltet. Kann ich klopfen? Hör zu, Süßer. Ja, wenn doch. Du nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich ins Loch. Okay. Ist doch aber derselbe Typ. Ey, das ist schon wieder eine Anstalt der Klone. Hier, guck mal. Wenn ich dir die Scheiße aus dem Hirn prügle, interessiert das hier keinen. Okay. Na dann fang mal an. Normalerweise kapiert ihr Arschlöcher schnell, wie es hier läuft. Nur bei dir zündet's nicht. Ja, ich bin halt ein bisschen langsam, wa? Hör zu, Süßer. Wenn du nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich ins Loch. Ach, warte, wie holt sich? Wenn ich dir die Scheiße aus dem Hirn prügle, interessiert das hier keinen. Mir nach. Das ist doch schon wieder derselbe. Da auch. Wo sind wir hier? Hier sind nur Klone unterwegs. Das sind aber hübsche Bilder. Aha. Hier sind zwei unterschiedliche Polizisten sind hier. Kapiert ihr Arschlöcher schnell, wie es hier läuft. Nur bei dir zündet's nicht. Willkommen im Trauten. Oh, ich habe keine Bilder dran. Ich habe keine Bilder. Ich will eine andere Zelle. Ich will Bilder haben. Oh. Hör zu, ja, Süße. Doch. Ich bin Wenn doch du schon nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich ins Loch. Licht aus! Und kein Mucks, ihr Arschlöcher! Oh, endlich sonst schlafen. Lernt ihr mich kennen. Guck mal, extra kaputt gemacht hier. Benutzt das Bett. Ja, das ist die Vorstufe von Dolly. Mit ziemlicher Sicherheit. Guck mal, jetzt ist alles ruhig, jetzt können wir aufstehen. Zu Hause für die nächsten 10 Jahre. Sah scheiße aus und roch nach Pisse. Da hätte ich mir noch lieber in Europa die Kugeln um die Ohren pfeifen lassen. Tja. Drei Tage lang geschah nichts. Dann erhielt ich die Nachricht von Joe, ich solle einen gewissen Leo Galanti kontaktieren. Er könnte mir hier drin helfen. Ohne Freunde überlebst du hier nicht lange. Ich glaube, das Zuckeln Namtnos ist wirklich... also entweder greppt OBS doof, weil 120 Hertz auf 60 Hertz runter, oder aber es ist einfach wirklich, keine Ahnung, das Spiel. Und ich würde fast sagen, es ist das Spiel. 19790, das ist bestimmt ein Code. Ich komme bloß nicht dahinter, welcher. Nee, es gibt manchmal so ein paar Szenen, also ich sehe es zumindest auf dem Monitor, links auf dem Kontrollmonitor, ne, wo das OBS-Bild läuft, dass es halt so ruckelt. Also es ist butterweich hier so, ne, aber ich muss wahrscheinlich immer vor den Spielen dann nachher auf, also da, wo ich zumindest aufnehme, dann auf 60 Hertz oder so stellen, damit das wunderbar klappt. Ja, da du siehst so hübsch aus. Wer bist du denn? Ich will zu Leo Galanti. Ja, nie von ihm gehört. Okay. Guck mal, der hat auch so einen Code dran. Ich will zu Leo Galanti. Laber mich nicht an, verdammt! Was denn?
Mann. Guck mal, hier ist derselbe Typ. Das ist eine Anstalt der Klone. Könnt ihr mir sagen, was er will? Warte mal, 13782. Jetzt bin ich mal gespannt. 13782. Ey. Das sind definitiv Klone. Selbst ihr Code ist identisch. Entschuldigung, wo ist denn Leo Galanti? Nie von ihm gehört. Okay. Hallo? Entschuldigung, wo ist denn Leo Galanti? Gehen am anderen auf den Sack. Guck mal, der hat denselben Fleck drauf wie der Klon. Die klonen sogar die Klamotten. Das ist ja Hammer. Wer bist du? Hey, ich muss mit Leo Galanti reden. Welcher ist denn das? Hey, Freundchen. Zitter ab. Okay, okay. du siehst anders aus. Mensch, du hast sogar ein Tattoo. Was? Cool. Ich will zu Leo Galanti. Ach, der alte Knacker, der den ganzen Tag Schach spielt. Ja, Leo Galanti ist der alte Mann, der Schach spielt. Wie viele Jahre sind denn das? Zwei? Naja, das Jahr hat 365 Tage. Wenn es also nur zwei Jahre wären, wären das 730 Tage. Also wie viele Jahre sind's? Bin ich gut im Kopfrechnen. Fünf Jahre und knapp zwei Monate. Wie lange hast du noch? Ich komme nächsten Sommer raus. Verdammter Glückspilz. Guck mal hier. Guck mal hier, das trippelte Lottchen. 43861, 43861. Das ist also... 1800 und verdammte 76. Kann ich hauen? Was? Nee, kann ich nicht. Du zählst den Tagen? Wie viele Jahre sind denn das? So. Zwei? Naja, das Jahr hat 365 Tage. Wenn es also nur zwei Jahre wären, wären das... Ja. Guck mal, hier drüben sind die Brüder, die Zwillings-Trippel-Brüder der Drillinge, Vierlinge, der Siebenlinge, die Klonen. Ach Mensch, guck mal hier, da läuft Erwin und Erwins Bruder Orwin. Da brennen die Arme, was? Da brennen die Arme. Das riecht nach Rekord, Mann. Ach so, das sind Familien. Ja, die Ähnlichkeit ist verblüffend, oder? Die Ähnlichkeit. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Wer hat uns reingelegt? Ja. Und der ist anders. Eingelegt hat man uns mit der Bombe. Ey, guck mal, das ist Gollum. Ihr seid auf dem Pfad der Vernichtung. Ohne Überlebenschance. Lasst euch nur Zeit. Das ist Gollum, eindeutig. Lasst euch alle nur Zeit. Keine Chance. Keine Überlebenschance. Das ist eindeutig Gollum. Alle eure Stützpunkte. Oh, guck mal da. Was, Ching Chong Karate-Scheiß? Ich kann Seelenverwandten nicht beibringen, Kung Fu. Warum nicht? Aber was? Min macht dir Angst. Du lehrst Min Basketball und Min lehrt dich Kung Fu. Geht klar. Abgemacht, du Gauner. Okay. Okay, ja, ein bisschen den Druckpunkt suchen. Jawohl. Ja. Okay. Ja. Okay. Na, da wollte ich... Wer nicht doch. Wer bist du denn? Du bist der Ithaka, der mit Barbaro bei dem Juwelier war. Ah, ja. Wegen euch sitze ich in diesem Drecksloch. Nein, du sitzt, weil du ein bescheuertes Arschloch bist. Genau. Aber ich glaube, wir müssen wisst kämpfen. Weißt du was, Jungs? Meine Ma hatte recht. Es gibt einen Gott! Und er hat dich hergeschickt, damit ich dir heimzahlen kann. Du Dreckskerl. Was ist das für eine Währung, heimzahlen? Mit Zinsen! Oh, darf ich boxen? Gar nicht mal so schlecht. Wie wär's mit der Wette? Ich hab aber kein Geld. Lass ich alle Knochen spielen. Leertaste war's? Oh. Ich hab Leertaste gedrückt. Ich hab Leertaste gedrückt. Du dämliche Affe. Du und dein Freund Barbaro. Ihr seid... Komm. Auf ihn! Oh, ich hab doch... Also... Schlag ihm die Zähne aus! Ich hab...
Sektor! Seid ihr drauf? Los, auseinander! Ich habe Leertaste gedrückt, mehrfach. Bin enttäuscht. Jetzt hast du ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, was du getan hast. Was habe ich denn getan? Zusperren! Er hat ein bisschen Frust, oder? Der Typ. Na gut, seine Mitte Neil hat nicht. Mir fast die Rübe abgeschlagen, aber ich habe mich gewehrt und glaubt mir, im Knast zählt das eine Menge. Mhm. 2 Tage später. Wie lange wollen Sie ihn noch da drinnen lassen? So lange, bis er seine Lektion gelernt hat. Ach, wen interessiert das? Ist er fit genug, um zu boxen? Denk schon. Nach der Prügelei im Hof haben ihn die Jungs nicht mehr so hart angefasst. Da ist er drin. Aufsperren. Komm in die Gänge, Skeletta. Da will dich jemand besuchen. Ach, die konnten wir nicht gewinnen. Mein Name ist Leo Galanti. Ich habe gehört, du willst mich sprechen. Ja, einer von Clementis Jungs hat mir gesagt, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Scheiß auf Clementi. Ich bin nicht für den Schutz seiner Leute hier drin zuständig. Aber ich habe gesehen, wie du den Ian O'Neill bearbeitet hast. Ach so. In dir scheint was zu stecken. Ach so, ja. Komm mit, Kleiner. Ich bin Kopf größer als du. Alle mal herhören. Das ist Vito. Er gehört jetzt zu uns. Pepe hier hat einen wichtigen Kampf vor sich. Gegen O'Neill. Er braucht einen Sparringpartner. Nach dem, was ich im Hof gesehen habe, bist du der richtige Mann für den Job. Ja, als Anzang, ja. Du hilfst uns ein bisschen, Junge. Und als Gegenleistung stehst du ab jetzt unter meinem Schutz. Wer weiß, vielleicht lernst du ja auch das ein oder andere dabei. So ein Angebot kann ich kaum ausschlagen. Ich mache keine Angebote. Okay, Männer, dann gehen wir die Sache mal an. Och, nee, das kann ich auch nicht gewinnen, oder, das Ding? Okay, heute arbeiten wir mal an deinem Konterschlag. Okay. Vito, verpass Pepe ein paar Schläge. Versuch, sein Riesenkind zu zertrümmern. Pepe, du weichst dem Schlag so aus, wie ich es dir gezeigt habe. Nutz den Schwung und schlag dann zurück. Also, dann legt mal los, Jungs. Okay, darf ich? Gut, Pepe, zieh dein Riesenkinn ein, verdammt. Ach so, ich muss gedrückt halten. Der Kleine ist gut. Wow, jetzt ich dachte immer nur drücken. Hey, gedrückt ist das hier Sparring oder Kampftraining? Wir disponieren um, Champion. Der Junge hat Feuer im Blut. Was? Und deshalb trainieren wir jetzt Konterschläge. Okay, ich hab doch, Vito. Ich hab doch bloß ein Schlag habe ich. Wir bringen eine Menge bringen. Die meisten Typen rechnen nicht damit. Nur unser Pepe. Der rechnet mit allem. Nicht schlecht, leider. Zeig mir noch mal 2 davon. Okay, so? Noch eine, Vito. Das muss wehtun. Okay, ja, also, ist ja einfach. Gut, ganz schnell, Kleiner. Okay, Jungs, für heute reicht's. Gute Arbeit. Ist ein super Job, ja. Wie gut kennst du Clementi eigentlich? Ich bin ihm nie begegnet. Ich hatte nur mit Henry Tomasino und Luca Gorino zu tun. Unglaublich, der Schwanzlutscher Gorino lebt also immer noch. Was hattet ihr für eine Abmachung? Wir erledigen ein paar Jobs für sie und werden in der Familie aufgenommen. Für 5 Riesen. Was? Sowas ist typisch für Alberto. Er kriegt den Hals einfach nicht voll. Warum? Ist das mehr als üblich? Ja, genau 5 Riesen mehr als üblich. Man muss nichts bezahlen, um aufgenommen zu werden. Man holt dich in die Familie, sobald du bewiesen hast, dass du loyal bist, was einbringst und dass du mit dieser Art Leben, klarkommst. Jedenfalls sind das äußerst interessante Neuigkeiten. Mhm. Wenn das rauskommt, werden Alberto und Luca einiges erklären müssen. Und wem? Vergiss es. Wir reden ein andermal darüber. Okay. Lern die anderen kennen oder verlass den Trainingsbereich. Auch wir lernen. Ich bin ja hier, um zu lernen. Hey. Woher weiß der alte Galanti so viel übers Boxen? Man sieht's ihm nicht an, aber er war früher einmal Preisboxer. Mhm. War ein gut, genau so. Ohne Witz. Ja, ich habe gehört, er hat Faustkämpfe gemacht, bevor er Profi geworden ist. Ich bin froh, dass er diese Kämpfe organisiert. So. Gibt ja sonst nicht viel zu tun hier, weißt du? Okay. Mit den Wetten muss er ein kleines Vermögen machen. Ich als Vita. Ah, Sam. Gehört, dass er genau hier einsitzt. Okay, das ist Sam. Aber einer der wichtigsten Buchmacher in Nee, verlassen will ich nicht. Wer bist du? Gut, ach, du hast deinen Bruder da drüben wieder hier. Da.
Ach, Mensch. Ach. Winston bietet 2-1 gegen Pepe. So. Wenn Pepe kein Freund von mir wäre, würde ich die Wette annehmen. O'Neill ist ein verfluchter Psychopath. Mhm, okay, okay, okay. Los, noch mal du bist? Hey, wie geht's? Ich bin Vito. Weiß ich. Ich bin R. Freut mich. Hast du Lust zu boxen? Genau so. Klar, warum nicht? Ja klar möchte ich kämpfen üben. Hier, so. Hey, legen wir los. Okay, aber mach sachte. Ich bin kein Profi wie du oder Pepe. Was? Welcher Profi? Los, okay, mal 20. Fangen wir an. Okay. Gut, genau so. Ja. 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 Weiter so. Ja. Das ist ja einfach. Komm, jetzt machen wir es mal ein bisschen. Los, nochmal so. 20. So. Gut, genau so. Oh, 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 oh. Da war die Deckung nicht so, wie sie sollte. Ja. Weiter so. Los, nochmal 20. Ja. So, kommst du wieder hoch? Yeah. Machst du nicht weiter? Was? Gut, genau so. Nö. Na, das reicht mir fürs Erste. Okay, ja, wie du willst. Du hast mir ganz schön gegeben, das reicht erstmal. So, weiter du so. Hier? Hey, wie geht's? Wie geht's, Vito? Ich heiße Serb. Warst nicht übel im Ring. Mhm, das ist gut. Los, nochmal 20. Er hat eine Mütze, den kann ich mir merken. Ach, du, deine Brüder stehen da drüben. Gute Arbeit im Ring, Kumpel. Wenn du so weitermachst, genau bist du bald bereit für einen echten Kampf. Wer seid ihr? Wie geht's? Ich bin Vito. Chris, was brauchst du? Boxen wir ein paar Runden? Ich hab keine Zeit. Frag er da drüben. Aber L fällt ja nicht um, oder? Was haben wir denn die alle? Aber die haben echt alle Vorzüge, die sie haben, brauchen, täten, müssten, oder? Wie sitzt der denn da? Ach, guck mal, wir können mit dem Boss sprechen. Nee, können wir nicht. Nee, wir können mit dem Boss überhaupt nicht sprechen. Und wir können mit L auch nicht sprechen. Los, ach, noch mal 20. Mensch.